Hey Leute, heute gibt's mal etwas komplett Ungewöhnliches bei mir, und zwar, meine Morgana. Ja, ich meine, Morgana ist halt eigentlich nicht existent, ihr wisst es bei mir. Morgana ist immer ein Bann bei mir, aber zu kleinen Ausnahmezwecken habe ich mir gedacht, hey, spielst du doch mal eine Runde. Spielst einfach mal eine Morgana, es gibt keinen großen Grund, jetzt hat sie zu spielen, sage ich jetzt mal, weil... Achso, hier haben wir noch ein bisschen Rumswapperino. Im Endeffekt, ja, Talia macht ihren Job relativ gerne aus der Ferne. Dann hätte ich noch mein Spellshield hier für eine Irelia und ein Yasuo. Das wäre schon ganz okay. Das passt schon soweit. Aber die Gegner haben nicht so den harten CC, wo ich sage, da ist mein Spellshield absolut erforderlich. Na, das ist halt der, das sind so die Faktoren hier. Morgana spielt man ja ganz gerne mal wegen ihrer Einzigartigkeit des E-Schildes, des Spellschildes, damit praktisch die Gegner für 5 Sekunden nicht mit CC um die Ecke kommen können, beziehungsweise so lange, wie das Schild eben hält. Und wenn die Gegner halt eigentlich relativ wenig CC nur haben, so wie das halt hier eben der Fall ist, dann, ja, dann macht es eine Morgana oder beziehungsweise dem Morgana-Pick alles in allem ein bisschen, ich weiß nicht, sag ich jetzt mal, irrelevant. So, wir gehen jetzt direkt schon mal hier rüber und haben eine Katze mit im Bild. So, und dann haben wir doch hier jetzt den Xerath. Komm schon. Ja, wir haben nochmal eine Katze im... Ich habe immer noch eine Katze hier. Und dann hier direkt 1 gegen 1 den Ding mitnehmen. Jetzt müssen wir hier natürlich Flux durchpushen. Und danach gucken wir, was die Katze möchte. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Nicht, dass ihr denkt, ich rede hier von der Katze oder so. Ist ja ein bisschen weird. Hat ganz gut geklappt, der Gank hier. Meine erste Q natürlich demonstrativ daneben geschossen, so wie ich das immer mache. Aber die zweite Q praktisch aus nächster Nähe dann ganz gut nutzen können. Die Wave hier muss auch noch mit rein. Wir warten hier eine Sekunde, damit wir hier die W so setzen können, dass es praktisch auf die hinteren Minions geht. Gut. Miau. Schön getroffen. Aber ich habe das Gefühl, Katze möchte raus. So, ich porte weg. Manche Dinge müssen halt getan werden. Und im Endeffekt verpasst ihr ja hier nicht wirklich was. Ich stehe halt nur rum. Einmal, zweimal hier diesen da. Den Keks verkaufen wir großzügigerweise und nehmen Control Ward dafür mit. Was ist sonst so passiert? 4-1 steht's. Das ist wohl nett. Ich habe keine Ahnung, was die da oben gemacht haben. Ah, Jungle getötet. Coole Sache. Gut, wir schlürfen mal wieder auf die Lane. Im Endeffekt habe ich mich jetzt hier, wie gesagt, für die W entschieden, damit wir so ein klein bisschen besser ranpushen können. Ist halt für die Sekunde dann doch ein bisschen effektiver. Xerath Support. Ich weiß nicht, was der sich gedacht hat, warum der Xerath hier nehmen wollte. Xerath nehme ich persönlich ganz gerne, wenn ich gegen Braum spiele, weil der Braum halt da überhaupt nichts machen kann. Da geht der Schaden dann auf jeden Fall immer durch, beziehungsweise auf die Leute dahinter. Kann halt da einfach nicht viel machen. Das ist so ein bisschen das, was ein Braum da beschränkt. So, kurz die Minions hier rumgepackt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Sup. Würde sie hier hinsetzen. Halt mich hier in kleinen Tacken über das Cannon-Minion. Solange ich jetzt hier diesen Busch aber auch nicht eingenommen habe, ist es... Ja, ist es einfach schade. Da müssen wir passiv sein. Solange der Xerath hier den Busch inne hat, machst du nicht viel. Bitte. Eine Talia. Ja. Das überlebe ich. Ganz gut, ganz gut. Kein Problem. Das war feil. Das war feil. Arschknapp. Ich sag's euch, wäre der Auto-Attack noch durchgekommen, dann hätte ich mich von meinem Leben verabschieden können und der Flash wäre auch noch gewastet gewesen. Aber hey, klappt ja alles ganz gut hier. Ich habe halt nicht viel Leben gerade für den Moment.
Ich glaube, wir denyen uns auch gegenseitig hier große Menge an Minions. Den möchte ich eigentlich noch nehmen. Blöd nur, dass ich halt gerade Rumble nicht sehe. Ich weiß nicht, wo der gegnerische... Was haben die denn? Die Wladimir ist? Keine Ahnung. Lasst mich zurück. Eigentlich gar nicht mehr so schlecht, wenn wir jetzt hier weggehen. Wir können uns nämlich gerade das Wealthy leisten und wir können uns auch die Schuhe leisten. Zack, zack. Und Control Ward warten wir auch nochmal ab. Zack, zack. Okay. Okay. 6-1. Mein ADC ist gefeedet. Wunderbar. Ich finde es gerade interessant. Ich nehme ja für euch jetzt hier so ein paar Champions auf, die ich in letzter Zeit nicht gespielt habe. Ihr habt ja auch schon Karma und Lulu gesehen. Und plötzlich läuft es einfach, obwohl es absolut gegen die Regel ist. Dass man sagt, yo, hier hat man eigentlich die Möglichkeit durch erfahrene... Ja, ich will mein Control-Board nicht so unbedingt da umstellen. Aber ich möchte den eigentlich da auch nicht hergeben. Okay. Zack. Da komme ich, glaube ich, nicht mehr ran, oder? Minion! Ah! Ich glaube, mein Ignite davor hätte auch noch nichts gebracht. Aber das hier, das Minion, das abfängt. Das war schade. So, das Witzigste wäre jetzt, wenn Kaiser sagt, okay, ich gehe wieder in die Pfütze, damit du hier den Schaden bekommst. Also, geht so witzig gewesen. Aber okay. Ich würde sie jetzt schon gerne unter Druck setzen. Na, wir laufen. Ich sage, wir laufen. Ich sage, wir laufen. Ja, ja, ja. Also ich wollte vorhin den Ward hier nicht umstellen, weil ich praktisch einen Ward ja noch hier drin hatte. Glaubst du wirklich, dass die Gegner das reinpushen wollen? Auch wenn du einen Heal hast, ich vertraue dir halt nicht so hart. Ob die uns gesehen hat? Ich weiß halt immer nicht so hundertprozentig, wie die W von der Kaiser hier läuft. Ja? Ich weiß es immer nicht so hundertprozentig. Aber ich kann hier weggehen. Ich kann hier meine Mobi Boots nehmen. Denn die sind ja auch schon wieder perfekt fertig. Und dann kann man stupide an den Gegner ranlaufen. Stopwatch irgendwann drücken in 2 Minuten. Und, no, ihr wisst schon. Da ein klein bisschen Rabatz machen. Ja, die Pings auf den Drachen. Das ist halt natürlich, da könnte gerade der Rumble sein. Kurzer Check. Nichts. Wie sieht's denn aus hier? Kann man da was machen? Nein? Kann man nichts machen? Okay, okay. Ja, komm, 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 komm. Talia. Okay, das war vielleicht... Vielleicht nicht perfekt. Weil die Kaiser auch dabei war. Das war gerade mein Hauptproblem an der ganzen Sache. Weil ich nicht damit gerechnet hatte. Aber scheinbar läuft das Ganze doch noch akzeptabel. Mutig, mutig. Okay. Lief im Endeffekt. Mein Gedanke war halt einfach, ja okay, wir catchen hier den Xerath. Aber die Kaiser, die hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die müssen hier auch irgendwo vielleicht noch ein bisschen wischen haben, weil der Ward hier, der war eigentlich weg. Weiß nicht. Ja, seht ihr? Da ist die Wischen. Die hatte mir ein klein bisschen die Probleme noch bereitet. Passiert. Passiert. Warum geht Tristana da wieder runter? Ja, zum. Wir haben hier aber sowas von Probleme. Tötet ihn! Das ist halt das Traurige. Wenn Tristana da gleich dabei gewesen wäre, dann wäre es durchaus möglich gewesen, den Infernal einfach mitzunehmen. So allerdings hat sie First Blood bekommen. Es ist halt einfach eine doofe Situation. Du willst halt schon irgendwie das First Blood Gold bekommen.
Du willst aber auch ein Infernal bekommen. In so einem Punkt ist es wirklich schwierig, vom Makro-Game her die richtige Entscheidung zu treffen. Weil du... Tja, du bist halt einfach so ein bisschen an dem Punkt, dass beides enorm gut wäre. Und du dich einfach entscheiden musst, ja, wie, in welche Richtung machst du das jetzt halt wirklich gut. Ihr seht schon, ich will auf Shirelias gehen. Ich habe das Gefühl, damit werde ich dann meinen Tino am besten unterstützen können. Wir... Also die Gegner haben eigentlich nicht so langsamen Schaden, dass sich ein Redemption lohnen wird, sag ich mal. Und wir haben nicht die großen Tanks, die so langsamen Schaden aushalten. Die Irelia wird schon ein klein bisschen Schaden abhalten können. Gerade auch in der W. Das wird da ganz gut passen. Aber ist halt nicht so, dass mein Redemption wirklich wirksam ist, denke ich mal. So, wir haben noch ein paar Minütchen hier. Und wir müssen da unten eigentlich instant weg. Ich weiß nicht, warum die Tristana halt da noch da ist. So, hier nerven. Da nerven. Okay, vielleicht auch nicht. Um Topseite rumspielen wäre halt jetzt auf jeden Fall eine schöne Sache. Chip. Chip. Gut. Gut, gut, gut. Talia macht es richtig. Damit geht's in die Mitte. Da mal noch kurz das Pingen, dass der Vision ist. Ich glaube nicht, dass wir hier überhaupt noch was kriegen. Aha. Wusste ich's doch, dass da was ist. Treffen ist natürlich auch eine schöne Fähigkeit, Xerath. Was? Was? Okay. Scheint wohl doch die richtige Entscheidung von der Tristana hier zu sein, unten zu sein. Aber eigentlich vom Makro-Game her nicht. Muss man halt hier erwähnen. Es ist eigentlich nicht die richtige Makro-Game-Entscheidung, dass Tristana hier unten so lange noch rumdirbt. Denn wir müssen theoretischerweise die Power nutzen, die ein Tristana hat, um eben hier für den größeren Push zu gehen. Okay. Darfst du ruhig noch mal ein bisschen wegmoven? Da, da, da. Da kommt ihr nicht ran. So. Dürfte jetzt vielleicht wirklich mal jemand da weggehen und so? Nein? Ja, vielleicht. Das wird gleich so ein Chaos hier. Tja, Tristana. Tja, wer hätte wohl das gedacht? Wer hätte wohl das gedacht? Der dürfte weg sein. Vladimir können wir vielleicht abholen. Das wäre zumindest eine Möglichkeit. So. Mehr kann ich da nicht tun. Mehr kann ich da nicht tun. Oha. War auch nicht die beste Entscheidung, Talia. Ich denke mir halt, ja, okay, irgendwie, wir machen da irgendwas, aber dass wir da hardcore für den Dive gehen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Das war ein bisschen too much. Ab in die Mitte, einmal in die Mitte ranpushen. Dann bitteschön, dankeschön, den Turm da einreißen. Oh, schade. Das ist natürlich auch eine schöne Option gegen den Pike. Hier den CC verhindern. Als nächstes skillen wir dann auch die... What the heck? Hui! Wir skillen natürlich als nächstes das Schild hoch. Mir fehlt ein bisschen Kohle. Ja, es war klar. Kommen wir jetzt, Ulte. Er ultet nicht. Er ultet nicht, wie es sich für einen normalen irgendwas gehört. Ja.
außerhalb von der Xerath Range. Ist akzeptabel, da kann ich dann nur noch backporten. Mir fehlt halt leider noch ein bisschen die Kohle. Und dementsprechend kann ich gerade auch nichts machen. Wir würden halt super gerne die Mitte einpushen, aber der Wladimir, der ist da halt einfach ein bisschen... Ist da, ne? Okay. Alles gut. Oi. Das war sexy. I like that. Erstmal hier rüber, der Talia helfen. Turm sein lassen. Tristana sollte es jetzt halt auch gelernt haben. In der Phase des Spiels. Die overextendet halt super gerne. Das ist so schade. Die overextendet da viel zu häufig, viel zu gerne. Wir sind raus. Wir sind raus. Wir wollen hier nicht mehr sein. Jurelius wäre von meiner Seite jetzt auch fertig. Nehmen wir auch gleich mit. Außer der Xerath, der nervt uns jetzt. Ne, ich höre nichts. Gut. Also, hier Jurelius. Zwei davon und danach gehen wir auf Sonias. Für jemanden wie mich, der kein wirklicher Morgana-Main ist, tut es auf jeden Fall gut, wenn man dann in Richtung des defensiven Spielweges geht. Also mit eben dem Sonias. Cloudrake. Gegner haben jetzt schon zwei Drachen, das ist halt nicht geil. Das ist halt absolut nicht geil. Ja, dann nimm den doch mit. So, kriegt hier noch einen Speedboost. Ich lasse hier mal noch einen Ding. Ja, und die Wall, wenn die früher runterkommen würde, dann hätten wir da auch mehr Spaß. Okay. Nicht unbedingt, dass ich den Kill wollte, aber ihn zu haben ist halt jetzt auch nicht so der verkehrte Punkt. Ja, können wir nochmal catchen. Das ist schön. Tristana ist tot, das ist klar. Was? Okay. Ich war zuerst überrascht, dass hier die... Okay. Dass hier dieser Rumble auf den Red Buff geht. Das war... Ich bin perplex. Ich bin einfach sowas von 100% perplex. Geht der einfach erstmal auf den Red Buff, wo ich mir denke, why? Absolutes why. Darum habe ich auch gedacht, dass wir eher auf den Kill gehen. Aber gut. Und der Kill danach, dass wir den noch bekommen haben, ist alles so seltsam hier. Da spiele ich einmal Morgana und es ist einfach die reinste Fiesta. Der ADC spielt super okay, aber Marco Game ist nicht. An ally has been slain. Nicht gut. Würde ich behaupten. So. Randa. Kriegst ein Schild. Kriegst Wards. Hier einen, da einen. Stackt so ein bisschen die Seiten ab. Ich bin tot. Deswegen halt auch die Stopwatch. Wir sollten hier halt ganz klar für den Teamfight gehen, aber wenn wir permanent hier so gesplittet sind oder so gecatcht werden, wir wurden ja hier ganz ehrlich einfach nur gecatcht, dann ist es halt absolut katastrophal. Wie viel brauchen wir noch? 1200, das ist schon eine Menge. Das ist halt schon echt eine Menge Kohle noch. Wir hätten da hinten den Xerath gecatcht. Möchte den jemand haben? Nein?
War nur ein Angebot. War nur ein Angebot. Wards entfernen. Das ist so das Klassische, wenn ein Turm zerstört würde, wenn die, ja, das Team weggeht, dann wird noch gerne gewardet auf der Lane. Da könnt ihr auch mal durchgehen. Das wurde sich gut von den Pros abgeguckt, sage ich jetzt mal. 1, 2, 3. Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Wir brauchen immer noch eine Menge Kohle. Also hier mein Ward. Zack. Ja, können wir eigentlich schon machen. Durchaus eine Möglichkeit. Nur, dass es halt keiner richtig tanken kann. Das ist ein Control Ward. Ein Control Ward ist in den meisten Fällen nicht so geil. Ich würde mal sagen, der Call war doch nicht so gut. Ja, wir wurden halt viel zu früh entdeckt, hier eben durch den Control Ward auf der oberen Seite. Dementsprechend hätten wir auch wieder rausgehen können müssen. Oh, kriegen die da einen Pike? Das ist ein klassischer Tank-Pike, der hier abgeholt wird. Gut. Ich kaufe jetzt mal noch ein Buch. Ich brauche halt... Ne, ich kann kein Buch kaufen. Das ist halt das. Ich habe super viel Kohle, aber ich kann hier nichts mehr machen. Ich darf prinzipiell hier nicht auf... einfach nur ein Buch kaufen, damit ich zumindest das schon mal habe. Weil dadurch ist halt mein Itemweg um keinen Deut besser als zuvor. Ultimate. Auch hier wieder durchgehen. Da sind die Wards. Seht ihr mal. Könnten natürlich noch mehr kommen. Ne, es sind keine weiteren da. 14 Sekunden auf die Shirelias, die Reverie. Das ist ein bisschen mies. Weil wir hatten halt hier gerade nochmal die Kaiser, die wir unter Umständen da hätten abholen können. Können wollen. Ward entfernen. Rumble ist weit genug weg. Der ist in der Mitte gesehen worden. Ja, okay, okay. Ihr habt was dagegen. Ich verstehe es. Und wieder hier rüber. 700 Gold, 600 Gold. 600 etwa noch. Das ist halt ein bisschen viel. Was wir da noch brauchen. Tja. I build to split, not to teamfight. Mhm. Okay, das Blöde ist halt nur, dass hier so ein paar Charaktere darauf aus sind, dass man teamfightet. Na, ja, mein Schild hier zu wasten war ein bisschen doof. Das war ein bisschen doof. Der Surrender Call kommt wieder. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Den kriege ich dann auch noch dadurch. Naja, was haben wir bekommen? Ein Kill. Dafür, dass wir einfach super viel hernehmen müssten, haben wir einen Kill bekommen. Oh oh, ich habe nichts getroffen. Aber das ist auch gut, weil dementsprechend kann ich mich wieder zurückziehen. Ohne dass viel passiert. Na 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 na. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich habe meine Ignite nicht draufbekommen. Ich bin zweimal blöd nochmal an den Vladimir rangelaufen, weil ich den igniten wollte. Okay, nette Idee. Klappt nur nicht ganz. I build to split. Spätestens jetzt bin ich halt total in der Bredouille. Okay. Total in der Bredouille, weil ich 200 Gold noch brauche. Und theoretischerweise jetzt mit 1600 Gold aus der Basis drin. Sowas darf nicht passieren. Deswegen mag ich Morgana übrigens auch nicht, weil sie halt immer dieses Sonias braucht. Oder so gut wie immer. Und ich halt meistens den Itemweg habe, der dem nicht angepasst ist. Ich komme nicht drauf klar.
Deswegen banne ich sie einfach. Einfach die Morgana wegbannen. Na, ist gut. 50 Gold noch. Da ist niemand. Das klaue ich mir mal. Ist ja nur eins. Aber dadurch habe ich jetzt eben auch meine Stopwatch. Stoppity, stoppity, Hourglass. So. Ein Control Ward. Bei den Gegnern wird es jetzt Richtung Baron gehen. Also langsam zumindest. Sie wartet gerade hier ein bisschen auf die Unterstützung. Warum eigentlich? Chip, chip, chip. Pflanze hier zu nutzen ist eigentlich ja sinnlos. Entfernen wir mal den Ward da hinten. Ich bin gerade eigentlich hart under pressure. Ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Puh, ja, Baba. Ich meine, ne? Die holen mich da halt dann super easy, super schnell ab. Dann Ward hin. Das Blöde ist, alles, was ich halt hier gerade gekriegt habe, war nur der Ding. Der Pike. Wäre es der Xerath gewesen, dann hätte man da einen kleinen Tacken mehr mitmachen können. Cool, Talir. Der Talir. What the? Gehst du ran? Und denkst du, easy, hab ja meine Stopwatch. Bam, kommt der Schaden instant zusammen rein. Eieieiei. Hey, wir haben Splitpusher, guck dir mal. Eieieiei. Tja, wo war das Fehler in diesem Spiel? Nun gut, ich habe Morgana gespielt. Spielt nicht Morgana, Kappa. Nee, mein Hauptproblem war hier, dass wir die Mitte, als wir das geforst haben, dass wir da nicht wirklich weitermachen konnten. Der Vladimir hat das zu gut wave-clearen können. Wir hatten keine klare Linie bezüglich der Objectives, die wir hätten machen sollen, die wir hätten angehen sollen. Und das merkst du halt hier extrem. Dass die Gegner dann die Möglichkeit hatten, wieder reinzukommen, dass sie da langsam wieder farmen konnten. Und vor allem die Kontrolle über die langen Fights hatten. Wir haben halt so gesehen keinen Sustain. Der Vladimir, der... Jo, der ist halt gut ins Spiel gekommen. Chip. What? Chip, chip. Na, nimm doch den mit. Oh nein, wir müssen wieder mit den Leuten schreiben. Wir müssen wieder mit den Leuten schreiben. Naja. Ah, ich hab's halt kommen sehen und konnte keinen Sidestep machen. Es liegt ja Morgana, nicht an mir. Es ist immer die Morgana. Gut, da kann ich mich wieder ein bisschen gegenheilen. Krieg sogar ein bisschen Kohle. Die Frage ist halt nur, wie lange geht das hier noch gut? Autsch. Warum brute-forcen die das jetzt hier so? Okay. Okay, ich kontrolliere da drüben den Ding. Ja. Ja. Ignited ist er. Organa Place. Ah. Wir haben halt echt gerade drei Leute getötet. Und Vladimir. Weil sie gegreedet haben. Auf mich. So, husch, husch. Wir haben einen Baron zu machen, meine Leute. Husch, husch. Das war ein bisschen gut eigentlich, dass ich gerade gehuckt wurde, obwohl ich das nicht vorhatte. Ja. Diese Sprünge von der Tristana werde ich nie verstehen. Ich weiß nicht, ob das immer noch der richtige Call ist. Ich bezweifle das doch ein bisschen.
Ich bezweifle das doch ein bisschen. Lass mal ein Wort hier. Gehen wir hier mit der Lens durch. Den haben wir theoretisch gecatcht. Nein, ich bin wieder reingerannt. Ich wollte halt, ich hatte gerade das verplant, dass das eine Komet ist und das andere die Ultimate. Ah, ich wollte halt, ich wollte. Der Klassiker von Failplays. Ich wollte. Zack, nehmen wir uns die Wards. Ist halt sad. Wir kriegen zwar den einen oder anderen Kill an guten, wichtigen Punkten, aber wir kommen dann nicht mehr wirklich rein, um da was machen zu können. Level 17, eigentlich müsste unser Yasuo halt so stark gerade sein. So stark. Ein Wort können wir uns nochmal mitnehmen. Der letzte Control-Wort dann für diese Runde. Ja, jetzt geht's praktisch nur noch ans Fighten. Die Gegner sind hier gerade nicht. Die sind nicht mal dran. Gut für uns. Shit, ist nicht gut. Was? Okay. Ja, die Gegner haben halt genug Schaden. Die haben da auf Dauer genug Schaden. Ping, 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 surrender. Cool. Ich finde es immer wieder witzig. Hier ein Wort da lassen. Auch wenn es mittendrin praktisch ist, ist trotzdem okay, den Ward da so stehen zu lassen. Und die Gegner, die wollen ja entweder jetzt Top oder Mitte durch, Mitte wollen sie zuerst durchpushen und dabei noch eine Side Lane. Und theoretischerweise ist halt die Bot Lane die am weitest gepushte von den Türmen her. Deswegen glaube ich eher, dass die darauf gehen würden, wenn sie resettet haben. Wenn sie irgendwann mal nochmal resetten. Bin ich nicht so sicher. Gut, doch nochmal ein paar Wards mitnehmen. Not bad. Ja, die Irelia ist halt eigentlich schon echt gut stark. Gerade auch mit ihren Möglichkeiten über das Witness. Wit's End, nicht Witness. Und dem Hextrinker, den sie sich da auch noch ein bisschen zusammengebastelt hat. 53 noch fürs Maul. Okay. Ja, wir haben schon noch gute Chancen, dass wir das gewinnen, weil vor allem die Gegner sind halt in der magischen Richtung extrem stark. Gerade dieses Maul ist eben an so vielen Punkten vorhanden, dass wir den Vladimir da eventuell countern können. Weil ihr müsst immer bedenken, wenn das Maul prockt, dann haben wir praktisch hier nochmal 10% mehr Lifesteal. Das heißt, der... Ja... Nicht so geil. Ich hatte gerade meinen... Ja, ich habe gerade absolut Bullshit gespielt. Dachte mir, das klappt gerade super easy, dass wir die Kaiser catchen und dass ich praktisch sie ulte. Aber ich habe nur den Pike geultet. Und meine Q... Die ging komplette Lotte gerade in den Pike, was gar nicht mal so bad war, aber den Pike wollen wir nicht fokussen, weil der hält halt zu viel aus. Der hat zu viele Resistenzen und kann sich dann wieder hochheilen durch das Ganze. Ah, ja, Smaug ist halt einfach hier das richtige Item und gerade auch, dass Tristana das gekauft hat, finde ich super cool. Weil nachdem man praktisch über das Schild den Burst von Vladimir überlebt hat, dann hat man nochmal die Möglichkeit mit dem Lifesteal sich wieder hochzuheilen. Aber ich meine, das passiert halt, wenn ich eine Morgana spiele. Da kann nicht gut gehen. Das wissen wir alle. Das wusste ich auch, als ich es gepickt habe. Ja. Aber ab und zu, dafür spiele ich auch mal eine Morgana für euch. So einfach ist das. Wir gucken kurz mal, was uns das gekostet hat. Dürfte eigentlich nicht allzu viel sein. 15 Punkte ist okay. Damit dann, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.